Es wirkte alles ein wenig konspirativ. Vorstandssitzung bei Mainz 05. Was wird aus Manager Christian Heidel? Nach gut 3 Stunden kamen die ersten aus der Sitzung. Genaueres sagen wollte aber keiner was. Dafür kam kurz danach der Präsident. Chefsache. Zunächst möchte ich mal feststellen, dass wir eine ganz normale turnusmäßige Vorstandssitzung haben. Wir haben ja immer den Montag. Das ist natürlich auch ein Thema. Heute war Christian Heidel, ist völlig klar. Aber es war auch Einigkeit zwischen uns und zwischen Christian Heidel, dass eben eine kurzfristige Weckerung von Christian Heidel ganz einfach nicht in Frage kommt und auch gar nicht stemmbar ist für diesen Verein. Und man muss sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln und dann werden wir weitersehen. Christian Heidel bleibt also Manager von Mainz 05. Vorerst jedenfalls. Doch ob er seinen bis 2017 laufenden Vertrag wirklich erfüllen wird, ist weiter offen. Ein Angebot für Heidel liegt vor. Das hatte der Präsident selbst öffentlich gemacht. Christian Heidel hat immer zum Ausdruck gebracht, er wird alles dafür tun, dass dieser Verein bei einer irgendwann mal getroffenen Entscheidung oder das, auch was sich momentan ergeben hat, nicht darunter leiden wird. Und von daher, wenn man so lange zusammenarbeitet, dann weiß man, wie die Gefühle einzuordnen sind. Einigkeit herrscht aber nur darin, dass ein Wechsel von Christian Heidel zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage kommt. Schalke baggert an dem Mainzer als Nachfolger von Sportvorstand Horst Held. Und Heidel ist nicht abgeneigt, will aber seinen Herzensklub nicht einfach so hängen lassen. Ich kann mich doch immer nur wiederholen. So ein solches Thema stellt sich für mich nur dann, sollte es kommen, einfach dann, wenn in Mainz alles geregelt wäre. Dass momentan in Mainz das nicht geregelt ist, ist doch völlig klar. Deswegen stellt sich das Thema momentan für mich nicht. Da ist es überhaupt nichts Neues, dass ich am Donnerstag erzählt habe, es sind ja keine Seifenblasen gewesen. Alles andere hat nämlich an der Harald erzählt und mehr gibt es gar nicht. Ruhe wird aber so schnell nicht einkehren. Ein möglicher Abschied von Heidel aus Mainz wird den Verein weiterhin beschäftigen.